Herr Diplom-Ingenieur Kanter, wie kann der Roche-Standort Graz von einem Kompetenzzentrum vor Ort profitieren? Ja, wir profitieren von dem Kompetenzzentrum in der Form, dass wir hier Grundlagenthemen bearbeiten, die wir in der Form so nicht bearbeiten würden, da wir in Graz uns mehr mit Entwicklungsschwerpunkten, also produktnahe Forschung und Entwicklung beschäftigen. Sie führen mich da schon weiter auch zur nächsten Frage. Ein Großunternehmen wie Roche verfügt natürlich über eigene Forschungsabteilungen, betreibt selbst Forschung. Welche Art der Forschung betreibt Roche also innerhalb eines Kompetenzzentrums? Die Forschungsaktivitäten von Roche sind erstmal vielfältig. Wir haben also viele, viele Bereiche, in denen wir selbst intensiv forschen, in-house forschen. Wir haben andere Bereiche, in denen wir eben mehr produktorientiert forschen und entwickeln. Hier in Graz speziell, wie gesagt, sind wir sehr, sehr entwicklungsorientiert. Es gibt sicherlich von uns auch Kooperationen im Roche-Konzern selbst, wo wir also gemeinsame Aktivitäten machen. Aber diese Aktivität, die wir hier mit dem Kompetenzzentrum gemeinsam betreiben, ist einzigartig, gibt es in der Form bei Roche nicht. Und deswegen ist es für uns sehr attraktiv, hier in der Form zusammenzuarbeiten. Wie stehen Sie also dem geplanten Masterprogramm gegenüber? Sehen Sie hier zusätzliche Impulse für Ihr Unternehmen? Für unser Unternehmen möglicherweise nicht direkt. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen der Roche-Gruppe. Allerdings ist jedes Roche-Unternehmen aufgefordert, auch zu rekrutieren, also dafür zu sorgen, dass Talente aus der jeweiligen Region in die Roche-Organisation eintreten können. Und hier sehe ich also schon sehr große Vorteile auch von diesem Ausbildungsgang.